Sie sind bei KOW Berlin, in Berlin, in der Brunnenstraße 9, in den Räumen von Anno Brandehuber. Mein Name ist Alexander Koch. Gemeinsam mit Nikolaus Oberhuber und Johanna Kromig betreibe ich diese Galerie, in der wir uns befinden und mit der wir versuchen, primär Künstlerinnen und Künstler zu vertreten, von denen wir glauben, dass die Gesellschaft etwas davon haben könnte, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und in diesem Sinne kuratieren wir oft mit ihnen gemeinsam oder allein Ausstellungen, die einen solchen Anspruch haben, nämlich Themen aufzuwerfen, zu diskutieren, von denen wir glauben, dass eine Öffentlichkeit sich damit gewinnbringend beschäftigen könnte oder sollte. Eine solche Ausstellung haben wir zum Gallery Weekend kuratiert. Sie beschäftigt sich mit gesellschaftlicher Gewalt in verschiedenen Facetten und namentlich damit, dass unsere Gesellschaften dazu neigen, die von ihnen selbst hervorgebrachte Gewalt permanent zu verdrängen und zu unterdrücken und eben nicht öffentlich bewusst zu machen. Santiago Sierra und Katie Noland sind zwei Künstler, die vollkommen unterschiedlich arbeiten oder gearbeitet haben. Katie Noland hat vor etwa 10 Jahren aufgehört. Beide haben dennoch gesellschaftliche Gewalt immer wieder thematisiert und versucht, aus der Verdrängung herauszuholen. Deshalb fanden wir sie interessant. Deshalb fanden wir, beide Künstler müsste man einmal zusammen zeigen und schauen, ob zwischen ihnen nicht Funken sprühen. Wir beginnen im oberen Raum unserer Galerie mit einer großen 84-teiligen Posterarbeit von Santiago Sierra mit dem Titel 89 Huicholes. Huicholes sind eine indigene Volksgemeinschaft in Mexiko, die das Schicksal so vieler indigener Volksgemeinschaften in den Amerikas hat, nämlich sie werden nach und nach aus ihren angestammten Territorien verdrängt. Ihre alte Kultur wird nach und nach überschrieben und Santiago Sierra fotografiert hier diese 89 Menschen in derjenigen Position, in die die Gesellschaft sie tatsächlich längst gestellt hat, nämlich als diejenigen, die man nicht haben will, die abgewiesen werden, die ausgegrenzt sind. Das ist immer Sierras Position, zu sagen, ich versuche die Menschen genau in der Situation zu zeigen, in der sie tatsächlich im Leben auch stehen. Mitten im Raum steht ein Stahlzaun von Katie Noland aus dem Jahr 1990. Typisch für Noland ist, dass sie mit solchen Absperrvorrichtungen, Absperrarchitekturen arbeitet, die man in den USA und anderswo überall im Stadtraum zum Beispiel finden könnte oder auf Flughäfen. In dem Fall teilt der Zaun unsere Galerie in zwei Hälften und damit ist die Frage der Grenzziehung automatisch aufgeworfen. Wer steht auf welcher Seite? Wer darf hindurchgehen? Wer reglementiert das vielleicht? Wenn wir hier das Thema Mexiko schon an der Wand hatten, eine Künstlerin daneben, die sich mit der gewaltvollen Geschichte der USA beschäftigt hat, ist auch die Grenze Mexiko-USA schnell im Gedächtnis als eine der aggressivsten Grenzen, die wir heutzutage haben. Katie Noland hat sich mit der gewaltvollen Geschichte der USA schon seit der frühen Landnahme bis hin zur Westexpansion beschäftigt und sie begleitet und analysiert diese Geschichte bis zum Waffenfetischismus unserer heutigen Tage. Das haben wir, glaube ich, alle vor Augen. Ein typisches Beispiel dafür sind diese Plexiglaskuben von 1986. Eingegossen finden sich eine Budweiser-Dose, eine Cola-Dose, also Ikonen des US-amerikanischen Alltagslebens, könnte man sagen. Daneben Handgranaten, Maschinengewehrpatronen, ebenso eingegossen, mit der Anmutung als seines Parfümflakons, auf jeden Fall idealisiert, poetisch, fetischisiert, unserer Auffassung nach ein wunderbares Bild für den Umgang mit Gewalt im öffentlichen Leben, gerade in den Medien in den USA. Die Gewalt der Medienindustrie selber ist ein Thema, das Katie Noland in Arbeiten wie dieser behandelt hat. Enquiry Page von 1989 erinnert daran, dass der National Enquirer in den USA auf besonders aggressive und rücksichtslose Weise im Stile der Yellow Press das Schicksal von Menschen beeinflusst, über die er spricht, oft ohne, dass es der Wahrheit entspricht. Also
wer heiratet wen, wer lässt sich von wem scheiden, wer hat wen mit wem betrogen. Und wie wir wissen, sind die Individuen, die das im Einzelnen betrifft, für die bedeutet das oft einen massiven Eingriff in ihr Leben. Und auch dies ist eine Form der Gewalt, so Katie Noland. Im Untergeschoss unserer Galerie geht die Ausstellung weiter. Da gehe ich schon mal vor. Thank you.